damit Gummo 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 und Galligrü. Wir sind hier bei Hashtag Kai geklickt und heute gehen wir rein in was ganz was Leckeres. Nintendo hat nämlich mies gegönnt, Allah. Sie haben einen Trailer hochgeladen zu Super Mario Party Jamboree und Pauline ist sogar auch mit dabei. Was jetzt quasi bedeutet, dass sie als neuer Charakter confirmed ist, right? Das ist sehr, sehr wild und nach diesem 30-Sekunden-Trailer müsst ihr euch vorstellen, fetzten wir uns auf ganz ehrenlos 15 Minuten an neuem Gameplay zu diesem Spiel. Es wird sehr, sehr wild werden, denn wer weiß, vielleicht sehen wir ja neue Charaktere in diesem Gameplay oder vielleicht sogar Bretter-Gameplay oder neue Minispiele. Wir werden es herausfinden. Also kommen Sie heran mit einem Daumen nach oben, um dieses Video und diesen Kanal zu unterstützerisieren. Vielen Dank für den Support. Abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos für die absoluten Kicks. Und speaking of, falls ihr das noch nicht bei Redumskai getan habt, hier geht die Empfehlung raus, denn wir zocken momentan einen brandneuen Full-Game Mario Sunshine-Fangame, Super Mario Eclipse. Und was soll ich euch sagen? Wir schlachten hier sogar die tagesaktuellsten Twitter-Memes aus. Es wird also sehr wild werden. Jetzt aber genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir steigen rein in den 30-Sekunden-Trailer zu Pauline in Super Mario Party Jamboree. Let's go! Dein Zug, Pauline! Direkt eine 10 gewürfelt. Und das ist doch hier dieses Mario Party 2 Brett, oder? Diese hier Wild West Board. Name vergessen. Einfach komplette Ehre genommen, Pauline. Was geht, Mann? Sieht sehr, sehr cool aus, ja. Muss ich wirklich sagen. Stark, ey. Das hier auch, ne? So ein Klassiker, dieses Brett. Das kommt ja aus Mario Party 1. Ich glaube, das ist Mario's Rainbow Course oder wie der heißt. Wirklich, also ich bin maximal überwältigt von Paulines Performance. Kaum ist sie angekündigt und schon hat sie hier im Gameplay einfach, no cap gerade, 3 Sterne und holt sich jetzt gerade wahrscheinlich den 4. Sie hat es also quasi drauf, nach wie vor Ehre plus 100 auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir dann auch schon sofort rein in das brandneue Gameplay vom Kanal Perfectly Nintendo. Falls ihr euch das in Ruhe anschauen wollt, Link ist in der Beschreibung. Wir steigen rein. Seid euch aber im Klaren, dass das hier so Gameplay-Schnipsel sind. Das bedeutet, wir sehen wahrscheinlich von diesen ganzen Gameplays hier nicht ein einziges Minispiel in voller Gänze, sondern so in Schnipselbasis. Und ich denke, das liegt eben daran, dass Nintendo wohl kürzlich die Preview-Embargos aufgehoben hat. Das bedeutet, Review-Seiten, News-Seiten dürfen jetzt eben Gameplay hochladen zu Super Mario Party Jamboree. Und wir schauen uns das an, let's go. Hier in dieser Quest oder in diesem Minigame geht es wohl irgendwie darum, diese Sternensplitter zu sammeln. Sollen das Sternensplitter darstellen oder sind das Fahnen? Schauen wir mal. Okay, man sammelt die ein und dann wird das so zu einer Münze. Und ich glaube, du kannst quasi diese Fahnen oder diese Münzen dann zu deinen eigenen Münzen machen, wenn du in sie reinläufst. Also das ist quasi so andere Capture the Flag mäßig. Auch sehr cooles Detail, Goomba spielt hier die Runde mit und er hat 9 Punkte, also er ist mies am Rasieren. Der Bro. Was ich mich jetzt gerade an der Stelle nur frage ist, ist das ein neues Minispiel oder gab es das schon mal in einem älteren Teil? Das weiß ich gerade nicht. Jedenfalls sagt mir dieses Minispiel gerade gar nichts. Aber hey, sieht fresh aus. Gibt auch so ein bisschen so Mario Galaxy Vibes, wisst ihr, was ich meine? Deswegen sag ich auch gerade Sternensplitter, weil die halt auch blau waren. Und naja, Mario ist in Mario Galaxy durch planetare, planetoide Planeten gelaufen. Sehr fresh. Ah ja, ah ja, na klar. Ein Sandwich-Minigame. Worum geht's hier? Geht's hier darum, dass man sich nicht platt machen lassen darf von den Broten oder so? Kann das sein? Oh mein Gott, das gibt mir komplette 3D-World-Vibes. Und gab's das nicht sogar auch schon mal? Okay, ist aber an sich ziemlich easy. Es sieht zumindest easy aus, ne? Denn wir sehen natürlich hier,
Es gibt insgesamt 5 dieser Wolkengegner. Man läuft auf eisigem Terrain, das heißt, du slidest effektiv. Leichter gesagt als getan. Und jetzt einfach, passt auf! Das ist doch dieses Basketball-Minigame aus Mario Party 5. Kann das sein? Das ist einfach ein Remake. Und das bedeutet, Classic-Minigames oder Retro-Minigames kehren zurück. Genauso wie in Mario Party Superstars haben wir jetzt hier die alten Minispiele neu aufgelegt. Was ziemlich fresh ist. Und für die, die es nicht wissen, ich glaube, wenn man in der Mitte trifft, dann bekommt man 3 Punkte und ansonsten die Körbe hier oben und unten, da kriegst du halt 1 Punkt. Ne? Glaube ich zumindest, dass das so war. Oder 2 Punkte. Das haben wir gerade gesehen mit Pauline. Hier geht es wahrscheinlich darum, sich einfach eine Backfist zu geben oder sich zu slappen. Und ich muss ehrlich sagen, ach krass, okay, ich glaube, ich hab's verstanden, so einigermaßen. Das ist ein mieses Timing-Game. Ja, das ist ein mieses Timing, wenn ich spiele, also wenn man das mastert, ziemlich stark. Okay. Ich glaube, dieses Minispiel gibt es in ähnlicher Form schon diverse Male in Mario Party tatsächlich. Man muss sich verstecken und die anderen suchen quasi einen Spot aus, wo derjenige sein könnte. Gibt's ja in so vielen Ausführungen. Look Away zum Beispiel. Oha, warte mal kurz. Was? Das ist ein 5-Player-Minigame geworden. Und das gibt es doch in Superstars. Dieses Minispiel, das nennt sich, glaube ich, auf Englisch, heißt das, glaube ich, Leap. Und da geht es eben darum, dass du halt hier diese Ranke hochkletterst. Und das ist halt straight up schon wieder geremaked. Und das ist auch schon wieder geremaked. Und also, for real, falls ihr mir das nicht glaubt, das sind wirklich jetzt mittlerweile sogar 5 Spieler-Minigames. Also at this point kann man, glaube ich, hier sogar alle Charaktere reinsetzen, wenn man mich fragt, oder? Ich glaube, da würde es nicht mehr an 4 oder 5 scheitern, sondern wahrscheinlich nicht mal mehr an 20. Ziemlich wild. Klassiker seit Teil 1 dieses Minispiel. Oh mein Gott! Shy Guy says! Wie geil! Brotbacken. Nagla. Okay. Rote Münzen, let's go. Nice Bug Game. Okay, so ein bisschen auf Volleyball angelehnt. Ist das ein Party-Game? Also so ein... Das sieht mir jetzt gerade nicht nach einem Versus, sondern nach einem Together-Minigame aus, dass man eben zusammenkämpft, oder? Irgendwie schon, oder? Oh mein Gott, 3D-Jump-Run-Action, was geht? Das sieht so stark aus. Alter, dagegen sind die Minigames aus Super Mario Party und Mario Party Superstars ja wirklich so die kleinen Brüder in ihren Kinderschuhen im Vergleich zu dem hier. Ey, weil ganz im Ernst, mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir in einem Mario Party Spiel ein Level absolvieren, ein 3D Jump'n'Run Level. Das ist stark. Start. Oh Gott, Bowser. Er ist Hashtag sauer. Diese Maus. Okay. Gab's das nicht in der Form auch schon mal in irgendeinem Mario Party Spiel? Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor mit dem Draufschießen. Also, ne, das Ding ist halt, das Setting ist vielleicht ein anderes, aber die Art und Weise gab es schon mal irgendwo, right? Ich glaube Mario Party 6 oder so. So ein bisschen ähnlich. Und ich glaube, bei dem bin ich mir nicht sicher, aber das gibt es auch in einer ähnlichen Form, dass du dich halt auf einer sich drehenden Plattform bewegst und du ausweichen musst. Ist auch wieder hier eine ähnliche Ausführung. Und holy, du musst 1 Minute durchhalten, Alter. Krass. Ja, das wird wild werden. Oh mein Gott, man muss einfach Wemondo-Steaks schneiden. Das ist ja wild, Alter. Nintendo hat's endlich gecheckt, Alter. Die haben sich jetzt auch auf Lidl verlassen. Beziehungsweise auf die Eigenmarke Wemondo. Die haben natürlich auch Steaks, ne? Und ich glaube, das ist hier dieses
Typ Rind oder so. Echt stark. Oh nein! Oh nein! Wenn ich das sehe, Alter, dann raste ich aus. Diese, du musst gewisse Formen, die vorgegeben werden, nachahmen. Bro, lass mich in Ruhe, Alter. Ich hasse diese Minispiele. Fotos machen, na klar. Was sind die da? Was sind die da am Treiben? Toad und Cooper. Okay. Ein weiteres Ausweich-Minigame. Beziehungsweise komm zum Ziel-Minigame. Sieht schon sehr wild aus. Oh, man sieht Board-Gameplay. Aber ohne Ton. Aber ohne Ton. Das ist ja sehr, sehr komisch. Wie kommt das denn? Doppelwürfel, den gibt's wieder. Stark. Okay, aber das wundert mich jetzt gerade wirklich. Warum ist das? Warum ist die Musik weg? Hat wahrscheinlich seine Embargo-Gründe oder so. Es gibt wahrscheinlich NDAs, an die man sich halten muss. Und das war wohl die Wickler-Stage. Das hier sollte die Mario Kart-Stage sein. Gut, solange kein Ton da ist, mache ich euch aber mal mein eigenes kleines Musikstückchen an. Ja, das ist auf jeden Fall die Kartstrecke. Sehr cool. Da freue ich mich ja mit so am meisten drauf, müsst ihr wissen. Und ein Viererwürfel, so wie es aussieht. Krass, ey. Junge, ich meine, wann kam das denn vor? Gut, okay. In Mario Party Superstars gibt es Master-CPUs, die würfeln manchmal wirklich eine 27 auf ganz unironisch mit einem Dreierwürfel. Aber hey, das ist doch auch quasi hier, der Goomba-Vulkan, den haben wir auch schon aus dem Trailer gesehen. Ich glaube sogar in der Eröffnungsszene. Und Daisy, die Maus. Na klar. Oje, der Goomba-Vulkan, er bricht aus. Warte mal, hab ich hier irgendwas gemutet gerade oder so? Nee. Ja, mir liegt's nicht. Das ist sehr strange. Oha, gewisse Felder sind mit Lava besetzt. Das bedeutet, wenn du darauf landest, verlierst du Münzen. Oder du kannst nicht auf denen landen. Sehr komisch. Die Mall, die Einkaufspassage. Wo ich erstmal dachte, das wäre eine Hub-World. Als ich den Trailer in der Direct das erste Mal gesehen habe, dann dachte ich wirklich erstmal, das ist ja wirklich eine Hub-World. Aber nein, das ist ein Brett. Und war dann doch ein bisschen unexpected. Weil ich glaube auch, als Hub-World hättest du aus der Mall hier sehr viel machen können. Quasi eine Hub-World, in der du dich frei bewegen kannst. Okay, das sollte wohl irgendwie Bowser's Castle sein oder sowas. Das ist jetzt mein Guess, ich vermute das mal. Es sieht zumindest stark danach aus, also Riesen-Bowser ist oder Mega-Bowser ist in diesem Level. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute Morgen auf Twitter einen Render zu Bowser gesehen. Und das sieht halt wirklich komplett wild aus. Diese roten Augen, diese Texturen bei Bowser. Ich glaube, man hat die noch nie so gut gesehen. Und das ist schon, na wobei, das ist nicht ganz wahr. Na, aber für ein Mario-Party-Spiel, okay. Hier Marios Regenbogenkurs oder Strecke oder I don't know. Aber das ist auf jeden Fall ein Mario Party 1-Kurs. Und Bowser ist auf riesig am Start. Wieder mal hier mit Mega-Bowser. Das scheint wohl hier ein Theme zu sein in Super Mario Party Jamboree, habe ich so das Gefühl. Bowser scheint irgendeine besondere Rolle zu haben. Oha, habt ihr das gerade gesehen? Da wird einfach Mandelmilch ausgegeben. Die Ehrenwicklers auf kostenloser Basis. Das Sheriff-Brett, wir haben es eben auch, glaube ich, bei dem Pauline-Gameplay gesehen. Was ziemlich, ziemlich stark ist. Also ich persönlich, ich mag dieses Brett sehr. Ich glaube, es ist sogar lore-technisch das erste Brett in Mario Party 2 gewesen. Ich glaube, das ist eher, oder? Vielleicht ist es sogar das zweite. Ich glaube, die Piratenbucht war der erste Kurs und das hier ist der zweite. Oh mein Gott, wie episch das gerade aus. Habt ihr es gesehen, Alter, wie Mario den Würfel betätigt? Das sieht schon sehr wild aus, wie er sich so darauf vorbereitet, drauf loszuschlagen. Einfach nur ein Bro. Und man bewegt sich, oder man kann sich tatsächlich auch auf dem Wickler fortbewegen. Ich glaube sogar auch, wenn er sich bewegt, sollte man dann vielleicht nicht runterfallen, sondern du bleibst auf seinem Rücken und
kannst dann quasi in Areas gehen, die vorher vielleicht unbegehbar waren oder wo es sehr lang gedauert hat, dahin zu kommen. Oh, Minispielerklärungen existieren nach wie vor und ich glaube, die sehen so ein bisschen aus wie in Superstars, ne? Oder war das wie in Super Mario Party? Hier war ein 3D-World-Abklatsch-Level so mäßig, kannst du sagen. Oh, das könnte, glaube ich, ein Duell-Minispiel gewesen sein? Oder ist das das Endresultat-Screen, bevor eine neue Runde startet? Sehr gute Frage. Ey, yo, der Stern ist komplett allein. Wo ist der Toad? Wo ist der Toad? Ey, for real? Wo ist er hin? Ich muss wirklich sagen, es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Endresultat-Screen. Kann man sich sogar so anschauen. Mario einfach komplett auf Hops genommen. Mit der Facecam. Im Riesentablet verbaut. Stark. Okay, was auch immer das bedeutet. Gehörte das noch zur Session? Ich glaube nämlich nicht. Oder? Das ist Runde 5 von 25. Ich denke, dass das hier die Rundenanzahl ist. Sehr cool. 25 Runden. Konnte man das schon mal einstellen? Geht das jetzt auch in 5er-Schritten so mäßig? Das wär's. Das wär's wirklich. Ja, ist schon wirklich sehr, sehr... Hier wieder mal ein bisschen Leaf zu sehen. Oder auch nicht. Auch hier sehr cooler Winning-Screen an der Stelle. Hat was. Wobei ich mich manchmal schon frage, wie ist dieses Gameplay bitte zusammengeschnitten? Also, der Winning-Screen, den wir gerade eben gesehen haben von Toad, der wird ja nicht in Runde 6 passiert sein. Sehr cooler Shop hier auch an der Stelle. Dass man da so reingucken kann und so. Also, es sieht so ein bisschen mehr aus wie ein Actual Shop und nicht wie so eine Menüauswahl, die du hast. Wisst ihr, was ich meine? Du hast hier einfach den Blick rein auf Cooper, auf die Items. Sieht sehr, sehr interaktiv aus, auf jeden Fall. Es gibt die Möglichkeit, sich 2 Sterne holen zu können auf einen Schlag. Natürlich klar für doppelte Münzen, für 40 statt 20. Aber, es geht. Also ich glaube wirklich, dieses Mario Party scheint einiges zu vereinen, was die alten Mario Partys so mitgebracht haben. Und eine Sekunde. War Yoshi hier gerade... Ist Yoshi hier gerade ein Partner? Ich glaube ja. Es gibt hier wieder die Möglichkeit an Partnern, die man haben kann. Stark, Mann. Sehr nice. Und auch hier in der Mall kann man sich ein paar Sachen kaufen. Wo ist die goldene Röhre, however? Ich sehe sie bisher noch nicht. Habt ihr sie im Gameplay gespottet? Schreiben Sie es in die Comments hinein. Ey, yo, was ist denn das für ein Würfel? Ein Goldwürfel, Mann. Ja, der sieht stark aus. Wofür sorgt... Wofür was... Also, was ist seine Funktion? Okay. Ich denke... Oh mein Gott, du kannst wieder... Du kannst wieder Items auf Felder legen. Das ist ja geil. Das ist so eine Sache, die ist, glaube ich, in Mario Party 5 eingeführt worden. Und ich feiere alles daran. Dass es das wieder gibt, wisst ihr, was ich meine? Also, dass du Felder besetzen kannst und so. Das ist so das, was mir mit dem Kapselsystem am besten gefallen hat. Weil, lass mich kurz ausholen, warum. Das Ding ist, das Kapselsystem hat nicht nur bedeutet, dass du Kapseln auf Felder legen kannst. Du kannst die Kapseln auch für dich selbst nutzen. Und manchmal kommen aus den Kapseln sogar Münzen raus. Und ich glaube, Kapseln gibt es hier in diesem Spiel nicht, sondern nur... Ich sag jetzt mal, normale Items. Ist ein System, das man durchaus wieder hätte zurückbringen können, sieht aber nicht so aus. Also sehr schade. Wir sind hier gerade, anyway, das Online-Gameplay. Und ich glaube, das wird auch eine sehr lustige Sache werden. Ich denke, dass wir das hier auf dem Kanal Livestream werden. Und dann wird das ordentlich schmecken, ich sag euch das. Also Mario Party Jamboree, das wird mein Jam, Alter. Junge, wir Kistenboxen, Alter. Was geht? Ist das Smash Bros.? Und die Bomben. Wie bei Zelda. Hat ein bisschen was zu Mario Party 10 oder so. Also diese alle gegen Bowser Minigames. Right? Okay.
Okay. Man kann ihn besiegen, aber es ist hier sehr schwer gewesen, wie es aussieht. Oh mein Gott, ist das RPG oder was? Alter, was war das denn gerade? Ey, yo. Wir sind hier aber noch, ne, im Interactive Online-Gameplay drin. So wie es aussieht, weil wir haben hier, lass mich lügen, 9 Spieler müssten es jetzt gerade sein, ja. Das sieht so krass aus. 9 Spieler einfach auf dem Feld. Bruder. Mario Party gerade at its best. Und schon wieder Bowser Battles. Ich bin mir sicher, irgendwie in Mario Party 10 oder 9. Hier, die Teile mit dem, mit diesem Kart, auf dem man sich bewegt hatte. Da gab es doch auch diese interaktiven versus Bowser Minigames, right? Sind das hier Remakes oder komplett neue sogar? Aber das mit der Lebensleiste, das war schon sehr, sehr wild. So mäßig, je mehr Spieler mitspielen, desto wahrscheinlicher, dass man ihn besiegen kann. Oder dass man vielleicht seine Werte, seinen Angriff oder so steigern kann. Aber das würde keinen Sinn machen für Mario Party. Irgendwie muss man da doch... Ich weiß es nicht, ey. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Dieses rollende Felsen-Minigame, was ihr da eben gesehen habt, ist übrigens auch ein Remake. Das gab es so auch, ich glaube, in Mario Party 4 oder 5. Irgendwie so. Ein Duellmodus ist das hier wohl, wie es aussieht? Na klar, das Obst in die richtigen Felder setzen. Für die Punkte. Und Bum Bum, die Sau, kommt auch vor. Na klar, Alter. Mario und Peach, Rip und F. Sie sind soeben im Wasser gestorben. Ey, yo, und Pom Pom ist auch dabei. Warte mal, ihr seht das gerade gar nicht, right? Ich spüre euch schon mal. Pom Pom einfach. Die Ehrenbubine. Das ist einfach nur alles je. Es scheint hier halt so viele Modi zu geben. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ne? Bei all diesem Gameplay, was wir hier jetzt gerade sehen, right? Warum hat sich Nintendo für einen 30-Sekunden-Trailer entschieden, in dem man nur Pauline zeigt? Warum keine Direct? Warum keine Direct? Also, ich meine, dass jetzt letztens eine Partner-Showcase kam, lass uns kurz mal darüber reden, ja? Das ist ja auch schon sehr wild gewesen. Ey, wo ist... Ganz kurz. Wo ist Donkey Kongs Fell? Das sieht aus wie so ein Mario Kart Wii-Render von Donkey Kong, wo der auch kein Fell hatte. Der sieht hier so poliert aus. Bruder... Ah, das ist aber mal ein L-Skin an der Stelle hier. Das sah schon mal realistischer aus, Nintendo. Worauf ich aber hinaus wollte. Ich hoffe wirklich, dass im September eine wahrhaftige Mainline Nintendo Direct kommt. Von mir aus auch eine Mini, wenn man nicht allzu viel zu zeigen hat. Hauptsache, man sieht ein bisschen was zu Mario Party. Ich meine, ich bin froh, dass wir hier etwas sehen. Leider ohne Ton, daher wäre es halt in so offizieller Form ein bisschen chilliger gekommen, wisst ihr, was ich meine? Und währenddessen, ne, also wir dürfen da nicht vergessen, ihr habt es gerade vielleicht auf der Nintendo.de-Seite gesehen auf YouTube, es gibt einen 30-Sekunden-Trailer zu Jamboree, aber einen 5-Minuten-Gameplay-Trailer zu Zelda Echoes of Wisdom. Das ist ziemlich stark, oder? Diese Größenvergleiche. Das hier erinnert mich so hart an Superstars. Ich glaube, die Art und Weise, wie diese Minigames hier aufgereiht waren, ist in Superstars ähnlich. Also wirklich, Super Mario Party Jamboree ist viel mehr als nur ein Super Mario Party 2. Es ist auch gleichermaßen eigentlich so ein Verschmelzen von allen Mario Partys. Also ich habe das Gefühl, man versucht so ein bisschen die guten Features von damals noch mitzunehmen und alles eben in einem zu vereinen. Also wirklich, wenn du das Beste von allem mitnimmst, dann wird daraus wahrscheinlich ein super Spiel. Und hier an der Stelle endet das Gameplay-Footage zu Super Mario Party Jamboree tatsächlich. 15 Minuten voller Action. Es war sehr, sehr cool, hier zuzuschauen. Und ich freue mich darauf, wenn das richtige Spiel rauskommt. Ich kann es kaum noch erwarten. Mario Party... Es ist wieder soweit, alle 3 Jahre kommt ein neues und das hier ist für mich persönlich
ein größerer Hype-Anwärter als Superstars und Super Mario Party, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir haben sehr viele Minigames gesehen, einiges an Bretter-Gameplay und viele Charaktere. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, ob hier unangekündigt neue Charaktere am Start waren oder ob es das mit Pauline vielleicht sogar schon gewesen ist. Wissen wir es? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt noch was, aber schreibt sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr hier so im Video gespottet habt, an welchem Timestamp, an neuen Charakteren. Falls ihr aufgepasst habt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen über einen Kommentar. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Gehabt euch wohl und tschüss.